In der Implementierungsphase muss man es dann letztendlich nur noch dieses Programm in den Rechner eingeben, weil die Codierung haben wir mit Hilfe dieser prozeduralen Zerlegung, sagt man auch dazu, also schrittweise Verfeinerung, prozedurale Zerlegung, Top-Down-Entwurf, das sind halt alles analoge Dinge. Die Codierung haben wir in der Entwurfsphase bereits gelöst. Das müssen wir die nur noch in den Rechner eingeben, kompilieren und überprüfen, ob wir zumindest schon syntaktisch unser Programm korrekt formuliert haben. Anmerkungen, Hinweise. Bitte keinen Spaghetti-Code, so nennt man das auch, schreiben. Spaghetti-Code ist Source-Code, der unübersichtlich, schwer verständlich ist. Und wir werden gleich noch ein Beispiel sehen, wie eine korrekte Lösung für das Problem zwar aussehen kann. Dieses Programm ist aber sehr, sehr, sehr schlecht verständlich. Sie sollten sich angewöhnen, bevor Sie sich an den Rechner setzen, zunächst den Entwurf mit Bleistift und Papier zu machen. Damit vermeidet man solchen Spaghetti-Code, wo immer mal dies und jenes ergänzt wird und hinzugefügt wird, dann wird wieder getestet und so weiter. Wenn man vorher mit Bleistift und Papier sich sauber das Lösungsverfahren skizziert, resultieren daraus im Allgemeinen verständlichere Programme. Auf übersichtliche Strukturierung achten, also die Java-Code-Konventionen einhalten und an komplexen Stellen Kommentare verwenden. Ganz wichtig, darauf basiert das Verfahren ja, prozedurale Zerlegung, Prozeduren und Funktionen verwenden, um Teilprobleme zu lösen. Und diese Prozeduren und Funktionen sollten auch so benannt werden, dass schon durch den Namen klar wird, was sie letztendlich bewirken, wenn sie ausgeführt werden.